Willkommen zu Geschichtsfenster, zu einer schnellen Quelle aus dem Mittelalter. Heute habe ich euch diesen Holzschild mitgebracht. Das sieht erst einmal aus wie eine Schulfibel, ist aber tatsächlich aus einem Büchlein von 1489. Johannes Geiler von Kaisersberg, ein ganz berühmter Prediger. Und diese Predigt, jeder Absatz, fängt mit dem entsprechenden Buchstaben an und arbeitet sich einmal an diesem Alphabetbaum entlang. Einfach als didaktisches Mittel für die Predigt. Trotzdem können wir daraus was über den Schulunterricht dieser Zeit sehen. Wir sehen nicht nur den Lehrer und seine Schüler, sondern wenn man sich dieses Alphabet mal anschaut, es fehlen drei Buchstaben. Diese drei Buchstaben gehören noch nicht zum damaligen Alphabet, obwohl sie in Schriften, in Büchern schon vorkommen. Es sind aber Sonderformen anderer Buchstaben. Und zwar das J als Sonderform des Is, das V als Sonderform des F und das W, das kennen wir aus dem Englischen, das W als Sonderform des U. Sind noch nicht wirklich Teil, werden erst Teil der Sprache und wir sehen daran sehr schön, wie sich Schrift und Sprache verändern mit der Zeit. Ich hoffe, die schnelle Quelle hat euch gefallen. Wenn ja, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut.